Hey, hallo! Heute zeige ich euch einen leckeren Sojagulasch Tagine Art mit Salzkartoffeln. 90 Gramm Sojawürfel. 30 kochende Wasser bedecken. Abdecken und für ca. 10 Minuten ziehen lassen. Sechs Kartoffeln. Die Kartoffeln in gleich große Stücke schneiden, damit sie gleichmäßig gar werden. Sehr hilfreich ist immer den Wasserkocher zu benutzen, das spart Zeit und Energie. Etwas Salz. Eine Möhre. Zwei Zwiebeln. Einen Teelöffel Kokosöl. Abspülen und möglichst viel Wasser ausdrücken. Bilden sich Bläschen, ist das Fett heiß genug. Für etwa 3 bis 5 Minuten anbraten. Etwa 1 Esslöffel Paprikapulver edelsüß. Salz und Pfeffer. Vier Esslöffel Tomatenmark. Etwa 180 ml Rotwein. Wer keinen Rotwein mag, kann Brühe oder Wasser verwenden. Immer wieder ablöschen und einreduzieren lassen. Das Ganze etwa 3-mal durchführen. Dabei immer gut umrühren, um die Röststoffe vom Boden zu lösen. Teelöffel Agavendicksaft.
Zum Schluss mit Wasser oder Brühe auffüllen, um die gewünschte Konsistenz und Menge der Soße zu bestimmen. Wenn die Kartoffeln locker vom Messer fallen, sollten sie gut sein. Etwa 2 bis 3 Minuten köcheln lassen. ~200 Gramm Sauerkraut. ~2 bis 3 Minuten köcheln lassen und gegebenenfalls etwas Wasser nachgießen. Danke fürs Zusehen. Wenn dir meine Videos gefallen, freue ich mich immer wieder über eine positive Bewertung. Abonniere doch gerne meinen Kanal und aktiviere die Glocke, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Teile doch auch gerne meine Videos mit anderen, um den Kanal weiter voranzutreiben. Bis zum nächsten Mal.